Verringert minimal, minimal Budget. Normal, weiter. Weiter. Vielleicht waren es einfach nur die Partikel. Ja, die könnten es gewesen sein. Läuft schon um einiges besser. Und Partikel, wer braucht die schon? Wo ist denn... ich habe hier irgendwie nirgends mehr Keys. Ach, scheiß drauf. Ich will hier ein bisschen Action. Mal wieder so ein Creeper ums Eck. Ja, wie mir doch vielleicht noch ein bisschen was aufsprengt. Wäre doch lustig. Dann darf ich aber hier wieder ein bisschen anders rumlaufen. Ein bisschen auf Sicherheit. Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich alles gut ausgeleuchtet habe. Oh, hier sind noch Schienen. Wieso habe ich denn die nicht mitgenommen? Hatte ich keinen Platz mehr. So. Jetzt haben wir ja zum Glück Platz. Platz. Platz haben wir. Deswegen nehmen wir die auch mit. Die guten Schienen. Weil wir sie brauchen. Für unsere kleine U-Bahn. Ihr wisst es ja. Ah, wird nicht unbedingt besser hier. Oh, Kies. Kies. Kies voraus. Das muss mit. Dann nehmen wir es mit. Ah, gut, dass wir ein bisschen was noch finden. Ich glaube, hier liegt noch ein bisschen mehr rum. So ist ja nicht. Fällt hier jetzt das schön gemütliche durch. So, aber jetzt. Passt schon viel besser. So. Ah, wir hungern auch mal wieder. Essen wir lieber gleich mal was. Nicht, dass wir hier verhungern. Bin es ja doch nicht mehr gewöhnt, hier so zu spielen. Aber wenn wir dann draußen wieder weiterbauen, dann gehen wir natürlich her und machen die Monster wieder aus, dass wir hier wirklich schnell vorankommen. Aber jetzt hier für den Effekt einfach, weil man ein bisschen in die Hose scheißen kann. Ist ja doch ein bisschen lustiger. Wenn man hier so eine neue Höhle freilegt. Oder auch nicht. Dachte ich jetzt kurzzeitig mal. Eieiei. Kies. Wir haben Kies gefunden. Und das nicht wenig. Und Kohle. Alles her damit. Alles meins. Meins, 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 meins. Wird rigoros abgeschaufelt. Ah, das ist gut. Sehe ich doch nicht mehr so schwarz für unser... ja. Für unser Änderungsprojekt. Ich glaube, damals war mir das zu intensiv, dass ich da Kies hernehme. Jetzt will ich es einfach, dass es optisch besser aussieht. Mehr ist es einfach nicht. Eine rein optische Sache. Ich könnte es auch bleiben lassen, aber nö. Will ich nicht. Und dann will ich es anständig haben. So wie es sich gehört. Und so gehört es sich, wenn hier so viel Kies rumliegt. Ha, Kies. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so über Kies freuen könnte, aber ich tue es trotzdem. Das ist ja cool. Eieiei. Was könnte ich denn sagen? Ich bin gespannt, mal einen Computer zu sehen mit Windows 8. Bin ich echt gespannt. Mal das ganze Verhalten von dem Ding kennenlernen und so. Ich bin ja immer noch nicht dazu gekommen, dass ich mir einen PC hole. Einen neuen, einen richtigen PC. Mein Laptop tut es irgendwie immer noch. Der ist jetzt 2 Jahre alt.
und reißt immer noch, ja, die neuesten Spiele und das auf der höchsten Grafik zum Teil. Zum Teil aber nur, nicht immer. Aber was mich verwundert hat, FIFA reißt da wirklich auf höchsten Einstellungen. Gut, bei FIFA gehört da glaube ich nicht so viel dazu. Aber, ja, finde ich respektabel. Diablo 3 lief dann auch gut, wie ich dann endlich mal rausgefunden habe, dass ich was im Router umstellen musste, dass das richtig funktioniert. Aber, keine Ahnung. Sowas muss doch nicht sein. Da musste ich die Firewall von der Ding von meinem Router total canceln, weil das sonst nicht lief. Deswegen habe ich auch dann ein Virus auf dem PC bekommen und ja, ihr wisst ja, ich habe neu aufsetzen müssen, ein paar wissen es zumindest, alle nicht. Habe ich neu aufsetzen müssen deswegen. Das finde ich eigentlich schon grob fahrlässig in der heutigen Zeit ein Spiel rauszubringen, da wo ich meine Firewall deaktivieren muss, dass ich es anständig spielen kann. Was soll der Käse? Das kann echt nicht sein. Und dann nicht mal in der Hinsicht nachpatchen. Nö. Ach, die haben den Fehler eh gefunden. Was wir hier produziert haben. Die können auch so damit leben. Nur dass man dann angepisst ist. Nur weil die unfähig sind, dass sie das richtig schreiben. Da wäre so viel Kies unten. Guter, schöner Kies. Und Rohstoffe, aber ich komme nicht runter. Will mich aber da jetzt auch nicht lang runterbauen. Eieiei. Aber von Diablo 3 fand ich es echt schwach. Das darf doch so einem großen Hersteller nicht passieren. Das ist. Ah. Die haben mords die Beta-Tests gehabt. Und alles. Aber dann passiert sowas. Oh, Kies. Das ist schon traurig irgendwo. Vor allem und dann ist der Fehler jedem bekannt oder ist er total bekannt. Und dann kann man nicht hergehen und da Nachbesserung schaffen. Vielleicht haben sie es ja bis jetzt endlich mal hinbekommen. Ich habe es ja schon, ja, seitdem, dass ich das Let's Play beendet habe, eigentlich jetzt nicht mehr drin gehabt, bin ich dazugekommen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Deswegen will ich jetzt eigentlich auch immer mehr und mehr aufnehmen, dass ich doch mal Sachen spiele, nochmal spiele oder weiter spiele, die ich schon Let's Played habe. Fernab von der Aufnahme, mal ohne Aufnahme einen damit berieseln lassen. Hat er dann doch gleich einen ganz anderen Flair, wenn man nicht dazu quatscht oder versucht zu reden. Das ist natürlich auch was. Naja. So, wo ist denn hier noch Kies, bitte? Wohl nicht mehr so viel, hä? Die Ecken werden weniger. Wo Kies sein könnte. Wo geht man lang? Gehen wir mal hier lang. Ich glaube, hier war ich schon mal. Irgendwann mal. Ein kurzer Ruckler und dann wieder rauf auf 60 Fraps. Eieiei. Komisches Spiel heute. Aber es wird Zeit, dass ich mal einen neuen Computer hole. Das ist... Nicht, dass hier der Zenit meines Laptops doch ziemlich erreicht ist. Vor allem erweitern kann ich ihn ja auch nicht mehr. Ist ja auch ein bisschen scheiße. Deswegen muss mal was Neues her. Vor allem, wenn wir hier weiter Let's Playen. Da rutschte mir das Herz in die Hose. Roten Fleisch. Kommst denn du hier? Kannst du mir das sagen?
Bist du aus diesem Eck gespawnt? Alter, ich bin geschätzte 1000 Jahre gealtert. Sollte doch lieber mit Schwert rumlaufen. Stelle ich gerade fest. So nebenbei mal. Ich will hier auch wieder rauskommen. Mittlerweile dürfte ich genug... für den Anfang genug Kies haben. Nicht ins Loch fallen. War jetzt der erste Zombie seit Wochen, den ich gesehen habe. Da wird einem gleich ganz anders. Ganz anders wird einem da. Zum Glück war es ein Zombie. Kein Creeper. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Würde ich jetzt mal so sagen. Alter. Wo geht's hier raus? Ich finde mich hier nicht mehr zurecht. Hier könnte ich mal rübergehen. Hier wäre Kies unten. Irgendwelche munteren Gesellen? Nö. Gut. Kies in Ruhe abarbeiten. Damit wir noch mehr von dem Scheiß haben. Für unsere Wege. Aber ich wiederhole mich so oft. Deswegen sage ich es nicht mehr. Dass wir diesen Kies für unsere Wege brauchen. Eieiei. Oh. Aber ich hätte echt nicht geglaubt, dass ich irgendwann mal Kies farmen gehe. Dass ich den so dringend brauche, dass ich den farmen gehe. Alter. Mir sitzt der Schock von dem Zombie immer noch in den Knochen. Mit alles habe ich gerechnet, nur nicht mit einem Zombie. So. Komme ich wieder nicht raus hier. So, aber jetzt. So funktioniert das. Aber Schwert zur Hand. Wir sind vorsichtig. Wir essen was. Damit uns nichts überraschen kann. Gut genährt ist halb gewonnen. Da hinten ist noch Kies. Sehe ich gern momentan. Sehr gern. Eieiei. Kann ich ja wieder Mords ausschaufeln. Das ist so eine richtige Treppe. So, hinterm Kies ist wieder Kohle. Das ist auch schön. Dass mir sonst wohin fällt. Was haben wir jetzt? Ich gehe wieder zurück. So. Total verirren und verwirren will ich mich jetzt nicht. So. Aber den Kies. Schöner Kies. Ah, braver Kies. Immer kommt schon Papa Kies. Papa braucht dich. Und zwar in rauen Mengen. Nicht nur in rauen, sondern in großen, großen Mengen. So, Erdklumpen, blub. So, Schwert. Sicher ist sicher. Sagte er und war dann doch tot. Ah, hier rotiert ein Zombie drin. So, da sind wir alles abgelaufen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Jetzt kenne ich mich ja doch wieder aus. Achso, zurück. Nicht wieder dieselbe Richtung. War da hinten noch Kies? Ja. Du bist wieder da unten, ist klar. Da wartet jemand auf mich. Will mich tot machen. Die Wiedertotmachung.